So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Rams ist Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet, eine kleine Mini-Folge, denn diese Dose stand jetzt bestimmt 10 Jahre bei mir auf dem Küchenboden in der Küche, weil in anderen Küchen gibt's anderen Boden. Also der Küchenboden befindet sich in der Küche, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Das haben wir, glaube ich, mal irgendwo in... Ich glaube, das war auch in Cep, als wir in Cep waren, also in der Tschechei, gesehen. Coca-Cola mit, nicht Vanille, sondern orange Vanille. Ich kenne ja viele, ich kenne ja Coca-Cola Kirsch, Coca-Cola, Coca-Cola Vanille, Coca-Cola Kirsch Vanille. Orange kenne ich nicht und orange Vanille klang auf jeden Fall richtig stark. Die ist jetzt mega gekühlt, eisgekühlt. Ich habe schon mal eine gehabt, ich habe schon mal eine getrunken, weil ich dachte, ich habe eh zwei. Du kannst eine einfach probieren. Die möchte ich jetzt aber für Ramses Kitchen testen, weil ich die Frage habe, ob ihr die kennt, ob ihr die schon mal getestet habt. Eine Coca-Cola Orange Vanille. Zum Testen nehmen wir uns wieder hier dieses schöne Berliner Luftgläschen vom NetGhost. Da muss ich aufpassen. Ich habe irgendwo in einem Test gesagt, ich glaube, das war vom Eiskorb Jens. Der Berliner Schnauze mit der Berliner Luft ist der NetGhost. Fertig, aus. Aber das ist ein Doppelgänger. Das ist wie Sören und Benjamin, das ist wie Shania und Julchen. Das ist jetzt auch NetGhost und Eiskorb Jens. Alle haben ihren Doppelgänger. Wir machen das jetzt mal hier auf. Ich hoffe, das ist noch nicht zugeeist. Füllen das mal hier ein. Sieht halt aus wie ganz normale Cola, nur dass die Hälfte einfach jetzt auf den Tisch hier gegangen ist, auf den Kühlschrank und alles daneben geschwappt. Riecht auf jeden Fall mit einer, hat eine sehr starke Vanillenote. Wir werden jetzt einfach dieses Gläschen mal reinsippen. Boah. Schmeckt ein bisschen komisch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht. Ich meine, eine Spezi kennt jeder, Cola Orange, Vanille-Cola kennt jeder. Ich glaube aber trotzdem, Spezi an sich und Vanille-Cola an sich sind für mich getrennt besser als Spezi-Vanille. Irgendwie ist ein Geschmack immer dabei, der mit dem anderen so konkurriert und sich nicht einig wird. Also es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Wenn ihr das nicht kennt, dann probiert es mal, testet es mal. Aber... ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich jetzt unbedingt in die Tschechei fahren muss, um mir da einen ganzen Kanister zu holen. Zum Probieren einmal, das war's ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, hätte ich noch 10 Dosen da, hätte ich die jetzt reingeschüttet. Ansonsten, boah, ist glaube ich alles gesagt. Pupsi möchte nämlich jetzt auch probieren noch. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.